was man da macht. Wir haben doch einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Ich glaube, man muss an Orte gehen, wo Frauen nicht erwarten, dass sie angegraben werden. Also ich glaube, in Cafés oder sowas bringt gar nichts. Also mein ultimativer überhaupt Ausgeh-Tipp zur Zeit ist, wieder mal an die Startbahn West zu fahren. Ja, und zwar nicht irgendwelche Zäune einreißen oder so, wie man das früher vielleicht mal gemacht hat, sondern einfach an die Startbahn West mit dem Höckerchen und sich da hinsetzen und startende Flugzeuge angucken. Aha. Weißt du, was da los ist samstags und sonntags? Da ist die Hölle los. Also nur welche, die da sitzen und gucken. Die setzen sich da hin und gucken einfach nur, wie Maschinen starten. Und fotografieren auch welche, ne? Ein paar fotografieren, ein paar sitzen aber auch einfach nur mit Campingstühlen. Ein ohrenbetäubender Lärm, du hältst es kaum aus. Sitzen da mit Campingstühlen und gucken sich an, wie die LTU 7284 nach, was weiß ich, wo Palma de Mallorca abhebt. Sitzen da auch alleinstehende Frauen? Das ist sicherlich mal eine Sache, die man überprüfen sollte. Wenn da alleinstehende Frauen sind, dann sind sie vielleicht nicht so sehr hübsch, aber auf jeden Fall leicht zu kriegen, würde ich sagen. Man braucht sich nur beim, wie heißt der nochmal, Kostüm, Franz, ja, Franke, wie heißt der nochmal, Kostüm, der Kostümladen hier in Eschersheim, einfach eine schöne Pilotenuniform ausleihen. Oh, oh. Und dann da mal eine Runde drehen. Ist doch keine Amtsanmaßung, ne? Ist ja jetzt keine geschützte Geschichte. Nee. Als Pilot darf sich jeder aus, also ja. Solange du jetzt in den Flugzeug steigst und losfliegst, ja, ist aber noch lange keine Amtsanmaßung. Du fliegst dann ohne Flugschein oder sowas. Und als General darfst du nicht gehen. Nee, General geht, glaube ich, nicht. Ja. Aber als Pilot, mit so einer Fantasiepilotenuniform. Und dann da einfach mal so ein bisschen den Grüß-August machen. Das hat, glaube ich, macht Eindruck. Es gibt ja auch viele Frauen, die auf Uniformen stehen, ne? Ja, absolut. Liest man ab und zu auch in Bekanntschaften, in Heiratsanzeigen. Vorgestern Susanne Fröhlich steht auf Männern in Uniformen. Hat sie gesagt? Ja, ne? I love a man in a uniform, wie Gang of Four schon mal gesungen hat. Ja. Eben, ne? Aber Kneipen, wieso ist das eigentlich? Hat sie nicht erklärt, warum, ne? Hat nur gesagt, naja, so, ja. Hat das was mit Frauen Macht zu tun? Mit Uniformen stehen. Mit Macht? Ja, aber die stehen ja auch auf Kellner dann. Ja, okay. Also Kellner hat in seinem Lokal auch eine gewisse Macht. Ja, aber weiß nicht. Er kann dir das Essen bringen oder kann es lassen. Vielleicht, weil wenn ein Mann unter der... Ich meine, wir stehen ja auch auf Uniformen als Männer. Also wie viele Pornos gibt es denn mit Krankenschwestern zum Beispiel? Die haben ja auch eine Uniform an. Ja, aber ich finde die nicht gut. Was, die Pornos mit Krankenschwestern oder überhaupt Krankenschwestern? Krankenschwestern. Ich finde schon Krankenschwestern gut, aber nicht in Uniform. Eine Uniform ist ja dafür da, um alle gleich aussehen zu lassen. Das heißt, wenn einer in einer Uniform noch gut aussieht... Da muss der wirklich gut aussehen. Oh, oh. Weil es ist nicht nur die Klamotten, die ihn dann schön machen, nicht nur was sich das dufte Hemd oder sonst was, sondern die Art und Weise, wie er die trägt. Ich glaube, eine Uniform trägt man natürlich auch anders. Aha. Ja? Vielleicht steckt da was dran. Ich habe zweimal in meinem Leben Uniform getragen. Ja. Zuerst einmal im Kindergarten. Ich war in Italien im Kindergarten. Ja. Das ist so eine Kindergartenuniform. Gut, da war jetzt mit Erotik noch nicht so viel zu holen, im Alter von 4 Jahren. Ja. Aber später im Zivildienst dann als Rettungssanitäter. Mhm. Weiß, gewandet. Ja. Ich muss sagen, das hat in der Tat, ich habe 2 oder 3 Mal hatte ich da recht spaßige Erlebnisse. Erzähl. Ach, das war jetzt nicht so. Ich habe also, lernst ja Frauen kennen. Das ist übrigens auch eine ganz üble Geschichte. Ich hatte ganz spaßige Erlebnisse. Wenn ich das nicht nachgefragt hätte, hätte sich jeder, wer weiß was, vorgestellt. Dann sage ich, was denn? Dann sagst du auch, es war nicht so. Das geht schon in die Richtung. Ach so, wie denn? Ja. Aber jetzt nicht im Dienst. Wie, Madame, ich kann nicht, ich bin noch im Dienst oder was? Nee, aber man lernt ja Frauen kennen. Ja. Womit wir wieder beim Thema wären. Ja. Also Uniform anziehen hilft. Ja. Überleg mal, es waren sogar 4, glaube ich. Zivildienst, damals haben wir ja jahrelang Zivildienst gemacht. Ne? Das war ja 16 Monate lang, war das ja. Und da habe ich in der Tat 4-mal eine Frau kennengelernt. Und mit der ich mich dann später noch auch getroffen habe. Also nach dem Dienst. Was übrigens auch geht, ist Umfragen machen. Das machst du ja gerade gerne, ne? Nee, nicht nur für Straßenstars. Straßenstars. Einfach behaupten, man würde Umfragen machen. Im Auftrag eines Marktforschungsinstituts sich auf die Zeit stellen, gut aussehende Frauen raussuchen, sagen, willst du dir 20 Mark in 20 Minuten oder 20 Euro? Es kostet halt ein bisschen Geld. 20 Euro in 10 Minuten verdienen, es geht so ein bisschen um, keine Ahnung, Intimwäsche. Nein, das geht natürlich nicht, das ist ein bisschen sehr heftig, aber es geht um, keine Ahnung. Es geht so um junge Menschen und was sie gerne machen. Mhm. Und dann kannst du die ja komplett ausquetschen. Verstehst du? Das heißt, du stellst ein gewisses Vertrauensverhältnis schon mal. Ja, wo kommst du her, wo gehst du hin? Du kannst auch gleich testen, ist die überhaupt was? Du kannst, genau. Ja, und wenn du dann schon merkst, oh nee. Falsche Filme, alles falsch. Stellst du abends beim Abendessen mit einem Mann nur einen Salat gelegentlich? Genau. Könntest du ganz fragen zum Beispiel. Das ist für dich ein Ausschlussverfahren. Ja. Ja, also eine Frau, die nur einen Salat isst, mit Putenbruststreifen noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Ja. Aber nur ein Salat langt auch schon. Mhm. Ja? Du hast da 3 Gänge bestellt und sie, ach, für mich ein Salat. Das ist ganz elend, oder? Wahnsinn. Das ist aber vor allem, wenn man selber 3 Gänge bestellt und der andere bestellt nur 1. Ja. Damit fängt es schon an. Frühlingsröllchen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das haben wir schon ein Ausschlusskriterium. Aber das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Umfragen machen. Umfragen machen. Und wie gesagt, in Kneipen arbeiten.
bist du auch gern begehrt, ne? Ja. Als Kellner oder als Barkeeper oder als Kellnerin. Ja. Da ist ja schon so, dass sie sich gar nicht mehr zu helfen wissen vor lauter Anfragen. Ja. So eine Kellnerin, eine schwer begehrt. Das geht auch. Aha. Da macht man sich auch gern mal ein bisschen radern, ne? Mhm. So abweisend geben die sich ja immer, diese Bediensteten in der Gastronomie, können sich in aller Ruhe dann Kandidaten aussuchen und dann hinterher sagen, gut, Feierabend, gehen wir noch einen trinken irgendwo. Oh, das ist doch ganz billig, oder? Das funktioniert. Aber um 1 Uhr nachts dann auch losgehen. Ich finde, was hast du noch für Tipps? Was habe ich noch für Tipps? Wie gesagt, Kneipe, als Gast in der Kneipe, ja. Das ist ein Antitipp. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht, ne? Gar nicht. Überhaupt nicht, ja, genau. Feten funktioniert auch immer weniger. Ja. War früher so ein Klassiker gewesen. Du hast selber gesagt, du gehst gar nicht gerne auf Feten. Hast du letzte Woche erzählt. Weil es nicht mehr funktioniert. Ach so. Ja. Ja. Und früher war das ja. Also man kann auch Autobahn abfahren und gucken, ob irgendwo Frauen liegen geblieben sind. Mit ihren Fahrzeugen. Ja. Mhm. Was hältst du davon? Ja, habe ich mal gemacht. Dann hat sie gesagt, nee. Also ich hab gesagt, kann ich Ihnen helfen? Nee. Ja, genau. Stand da, ne? In recht eindeutiger Pose, also ja. Plattfuß gehabt. Hab ich angehalten. Kann ich Ihnen helfen? Mhm. Dann hat sie scheinbar darauf gewartet, dass eine Frau kommt und hält. Udo, was macht man dann, wenn man eine Frau hat? Das ist der nächste Schritt, wie halten. Ne? Ja. Da hat ja die Frau Susanne Fröhlich hat ja auch schon Bücher drüber geschrieben. Ne? Ja, genau. Was man macht, wenn man den Fisch an der Angel hat. Frischhalteabkommen. Genau. So heißt das. Ne? Mhm. Ja, das ist ein eigenes Thema. Ne? Also man sollte natürlich immer, man sollte nicht zu offen sein. Man sollte auch nicht zu viel Alarm machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Keine Geschenke. Nee, keine Geschenke und keine kurzen Wochenenden in Rom oder so, ein Schnickschnack oder den ganzen Kram, den man später nicht mehr einhalten kann, weißt du? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du meinst nicht stark anfangen und stark nachlassen, sondern... Schwach anfangen und schwach bleiben. Ja, zum Beispiel gleich am ersten Abend sagen, wir machen einen super Videoabend. Terminator 1 bis 3. Ja, so, zack. Und schon ein paar Freunde eingeladen. Aber also gleich zeigen irgendwie, wie langweilig es sein kann. Und wenn sie dann bleibt, dann ist es gut. Oder wenn er dann bleibt. Ich meine, den Frauen können das ja genauso machen. Und sich erstmal auch 2 Tage lang die Unterhose nicht duschen. Als Test. Wenn man sich sonst täglich duscht. Ja. Aber irgendwann später duscht man vielleicht mal 2-3 Tage nicht. Das heißt, man kann schon mal den Test machen. Ja, und wenn man sie nicht gerade jetzt an der Startbahn West aufgegabelt hat, auch vorschlagen, am Wochenende, wenn richtig schönes Freibadwetter ist, wir gehen in die Startbahn West und gucken startende Flugzeuge. Zuerst in die Waschanlage und dann in die Startbahn West. Genau. Und super penibles Auto aussaugen samstags. Ja, genau. Riesenalarm machen. Während alle Richtung Freibad fahren, stehst du in der Autobahn, aber da kannst du sie auf Haut und Nieren, heißt es Haut und Nieren? Auf Herz und Nieren. Herz und Nieren, ja, auf Herz und Nieren testen. Ja. Ja, also wenn sie das alles mitmacht, liebt sie dich. Oder habt ihr früher übrigens, weil ich gerade an Hauptbahnhof denke, habt ihr früher auch das Spielchen gemacht, habt ihr schon erzählt mit dem Zugbegleiter? Nein. Das ist ein sehr schönes Spiel übrigens, ein sehr schönes Gesellschaftsspiel, was man machen kann. Und zwar zu versuchen, am Frankfurter Hauptbahnhof bei Zügen, die kurzzeitig anhalten, alle ihr Zugbegleiter zu klauen. Die Zugbegleiter? Nein, nein, Heftchen, die da mal ausliegen. Da liegen nur diese Heftchen aus, so. ihre Verbindungen am Bahnhof und so weiter, wie lange der Zug fährt und wie viele Kilometer das sind. Vorne im Zug einsteigen und es schaffen in den 4 Minuten oder 5 Minuten, in denen er steht, so viele ihr Zugbegleiter wie möglich aus dem Zug rauszuklauen. Auf die Gefahr hin natürlich, ich bin mal nach Mannheim zwangsweise mitgefahren, auf dem Klo dann, weil ich es nicht geschafft habe, rauszuspringen. Aber draußen dann vergleichen, wer die meisten Zugbegleiter mitgenommen hat. Das ist eine hübsche Freizeitgestaltung. Ja, ist auch ein nettes Hobby. Was hat es mit der Frau zu tun? Das kann man mit der zusammen vielleicht machen. Komm, wir gehen ihr Zugbegleiter klauen. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Mir fällt jetzt auch nicht so richtig was ein. Ja, was man auch machen kann, ist schon mal gleich am ersten Tag oder am zweiten zum Paartherapeuten zu gehen. Ja, dann wird das gleich begleitet. Ja. Ich will von vornherein, dass es hier keine Probleme gibt. Weil wir nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern schon mal prophylaktisch eine Therapie anfangen. Mhm. Ja, guten Tag, Herr Therapeut. Wir sind frisch verliebt, uns geht's klasse. Überhaupt keine Probleme. Wir sexen jeden Tag rum wie die Wilden. Wie können wir diesen Zustand? Wir lieben uns, ja. Und was raten Sie uns? Mhm. Ja. Mhm. Habe ich mal gemacht. Und? Im Ernst? Ja. Hab ich wirklich mal gemacht. Und? Er wusste uns nicht zu helfen. Deshalb, wir sollten dann später mal wiederkommen. Also, was kann man sonst so machen? Was kann man noch machen? Um eine Essen gehen auf der Autobahnraststätte ist auch hart. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist auch, glaube ich. Ich glaube, an der Autobahnraststätte kann man uns auch sehr gut aussehende und alleinstehende Frauen kennenlernen. Ja, da wird ja auch umgesext gelegentlich, ne? Ja, nein, ich meine das nicht abends. Du denkst immer abends. Ich denke an tagsüber. Tagsüber? Ja, ich glaube, die Zeit, dass man abends irgendwie da unterwegs ist, das ist auch vorbei. Ich glaube, man muss mehr tagsüber tätig werden.
Und um auch tagsüber Frauen anzusprechen? Ja. Das ist nämlich wahr, die Leute sind abends gar nicht mehr so bereit. Nee. So irgendwelche Abenteuer einzugehen. Nee. Ja. Tagsüber, was haben wir jetzt? Stadtbahn West, Autobahnraststätte, Hauptbahnhof, ja. Zugbegleiter klauen. Nein, das ist dann eher schon das Unterhaltungsprogramm, was man am ersten Tag dann eben mit ihr zusammen macht. Was nicht funktioniert, ist Frauen ansprechen, die offensichtlich so aussehen, als würden sie was suchen, als seien sie fremd in der Stadt. Ja. Und würden irgendeine Straße suchen. Das bringt nichts. Habe ich schon mehrfach probiert. Ja. Geht nicht. Weil die irgendwie denken, der... Du hast einfach irgendeine Frau angesprochen, hast gesagt, suchen sie was. Ja. Ja, das ist aber auch ganz hart, oder? Ich lag da würde ich auch wegrennen. Ich lag aber richtig. Sie suchten tatsächlich was? Nee. Nicht dich? Nein, mich nicht. Ich habe meine Frau, viele Jahre her, ich wollte sowas ja nie mehr machen, ja? Ja. Die war so suchend da gestanden, eine nette Dame. Ich gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Suchen Sie eine Straße oder so? Guckt die einfach weg. Ja? Gut, ich gehe da in den Laden, bin aber einkaufen, Supermarkt, komm wieder raus, lauf vor in die Ecke, steht sie da und lässt sie von einer anderen Frau auf dem Stadtplan was erklären. Da warst du beleidigt? Ja. Also offensichtlich was gesucht. Nur weil ich ihr helfen wollte, hat sie dann wieder nichts gesucht. Mhm. Also das funktioniert auch schwer nur. Obwohl ich schon gesehen habe bei anderen Männern, dass es funktioniert hat. Die gleiche Nummer. Lag es vielleicht doch an mir? Sag mal, weisen wir jetzt eigentlich noch auf unsere Singkastenparty hin, Herr Balluff? Unbedingt. Machen wir nämlich. Ne? Da kann man auch extrem viele gut aussehende Männer und Frauen kennenlernen bei unserer großen Late Lounge Sause, die jetzt übermorgen stattfindet, hier in Frankfurt am Main im Singkasten. Singkasten. Weißt du, was ein Singkasten ist? Singkasten ist, hat irgendwas mit der Schifffahrt zu tun, mit der Binnenschifffahrt. Echt? Ich dachte, ein Singkasten wäre ein Gulli. Ja? Ja, ein Senkkasten, weißt du, die so auf der Straße so. Ich dachte, das wäre ein Gulli, oder? Ist ein Singkasten kein Gulli? Dass die früher da und direkt am Main waren, ja? Ja. Und da irgendeinen Singkasten, ich glaube, eine Bedeutung hat. Wie dem auch sei, am Freitag große Party im Frankfurter Singkasten. Und wenn Sie jetzt noch ganz schnell unseren Newsletter abonnieren auf www.latelounge.de, also im Internet, dann bekommen Sie jeden Freitag die aktuellsten Informationen über Late Lounge und bekommen diesen Freitag auch gegen Mittag bereits unseren Newsletter mit einem Coupon, damit Sie günstiger auf diese fantastische Party reinkommen. Weil es so schön war, gleich noch einmal. Capelluti legt auf und Herrl raucht dazu. Die Late Lounge Party im Frankfurter Singkasten. DJ Capelluti mit Soul und Funk. Und Michi Herrl ist natürlich auch dabei. Capelluti legt auf. Und Herrl raucht dazu. Am 19. März im Singkasten in Frankfurt. Mehr Infos auf latelounge.de. Noch zweimal schlafen, dann ist es soweit, die große Party im Singkasten. Und Michi Herrl hat sich schon eingedeckt mit Tabak, denke ich mal. Ich habe schon ein bisschen von noch billigen Zigaretten schon mal gehört. Zwei, drei Stangen nochmal. Ich würde mich aus dem sehr arm rauchen. Rangeholt, ja. In dieser Nacht, wenn ich nach den neuen Preisen schon rauchen würde. Wir wollten, du rauchst noch nach alten Preisen. Ja, ja. Also die letzte Chance, dass Sie Michi nochmal nach alten Preisen rauchen sehen, weil bei der nächsten Party werden Sie Michi Herrl schon zu neuen Preisen, wenn überhaupt noch, rauchen sehen. Ja, ja. Ja, gibst du auf zu rauchen? Kann sein. Ja? Jeder hört mal auf. Ja. Ja, vielleicht auch ich. Ja, vielleicht auch gezwungenermaßen. Also mit Sicherheit hörst du irgendwann auf. Ja, eben. Ja, weil es technisch einfach nicht mehr geht. Ja. Was ist mit Frauen in Rüsselsheim? Da haben wir keine Zeit mehr für jetzt. Ach so, zu reden, stimmt, ne? Ist gar nicht drauf gekommen. Frauen in Rüsselsheim, ein Thema, was uns sicherlich die nächsten Wochen noch beschäftigen wird hier bei Late Lounge. Ja, mal morgen gucken. Da weiß ich auch Unglaubliches zu berichten über Frauen in Euro. Aber es ist vorbei. Habe ich dir schon erzählt, dass ich gerne nach Hongkong fahren möchte? Als was? Als Urlauber. Warum? Weil mich das unheimlich reizt. Hongkong? Hongkong. Wie, wegen der Garküchen oder wegen der... Ja, auch. Also wegen den hohen Häusern. Wegen des Essens und wegen der teilweise sehr, sehr gut aussehenden Menschen, finde ich. Dort. Ja. Und wegen der hohen Häuser, was ich sehr, sehr spannend finde. Und wegen der preisgünstigen DVDs, die es zu kaufen gibt. Ich gebe es offen zu. Weil was eine DVD da kostet? 25 Hongkong-Dollar. Das sind keine 2,50 Euro. So mit Film drauf. Ja, mit Film drauf und keine Raubpressung oder sowas. Das mache ich aber sehr gerne, ich bestelle die ja im Internet auch. Da kommen die aus Hongkong, die sind in 6 Tagen hier. Für 2,50 Euro. Post, Versand kostet aber 7 Euro. Mhm. Ja. Ja, aber ich möchte gerne nach Hongkong. Ich lese gerade einige Hongkong-Fachbücher und werde da demnächst mal drüber berichten. Über die Eigenschaften und Angewohnheiten in Hongkong. Da wäre ich vielleicht sogar dabei. Ja, ich fahre aber dann auch nach Macau. Macau mit der Fähre, der fährt alle Viertelstunde. Ist da gegenüber, ne? Fährt alle Viertelstunde eine Fähre nach Macau und braucht eine Stunde. Das, was früher portugiesisch war. Genau. Und nun auch nur chinesisch wurde.
Auch chinesisch wurde. Vor zwei Jahren oder so. Genau, direkt nach Hongkong. Wann ist Hongkong an die Engländer, an die Amerikaner, an die Chinesen? 97. So was, ja. 97, genau. Für die nächsten 50 Jahre, also jetzt nur noch 44 Jahre ist Hongkong noch allein stehende Statut. Ja. Und dann chinesisch. Ich finde es sehr spannend dort. Wie kommst du jetzt drauf? Weiß ich nicht, weil ich gerade überlegt habe, ob ich jetzt gleich nochmal mein Hongkong-Buch lese. Ach so. Ja. Von Rüsselsheim auf Hongkong. Ja. Mal gekommen. Genau. Aber vorher gibt es uns noch einen Ausgetipp, Michi Hahn. Ja, und zwar die Late Lounge präsentiert eine französische Dame, Françoise Cactus. Oh, sehr schön. Ja, ja, die ist sehr, sehr lustig. Ja? Ja, sehr reizende Person aus Berlin. Dann. Also lebt jetzt in Berlin oder lebt schon lange in Berlin, hat früher bei den Lolitas gespielt. Das genau, du weißt Bescheid. Ja. 1985 ist sie nach Berlin gezogen. 85. Steht hier geschrieben. Und sie ist ja neuerdings schon längerer Zeit mit Stereo Total zugange, dieser deutschen Elektronik-Band, nenne ich es mal, ja. Ist das Elektronik? Elektronik, ja. Deutsche Elektronik machen die. Ja, das wird hier so geschrieben, nun weiß man ja eigentlich auch, oder nicht? Ja, ja, klar, wenn ja, das da steht, Michael, dann gilt's, ne? Und die Frau Françoise Cactus macht ja viel, macht ja französische Chanson. Ja. Und sie trifft nun die deutsche Elektronik, Musik, Elektronik. Ja. Ja, und das Ganze im Musikturm in Frankfurt. Am kommenden Sonntag ab 21 Uhr im Musenturm Frankfurt. François Cactus und Stereo Total. Ich finde es sehr schön, wie so bescheiden du wieder bist, Michi Hahn. Denn wir haben auch noch einen Ausgetipp und der hat unmittelbar was mit Michi Hahn und seinem Theater zu tun. Denn dort läuft wieder ein fantastisches Stück. Sperrmüll. Ein Haufen Schrott am Wegesrand. Sperrmüll. Eine Satire über den Mensch und seine Sachen. Sperrmüll. Über Opa, der den Fernseher beschimpfte. Sperrmüll, das neue Stück von Michi Herr. Jetzt im Stahlburg Theater Frankfurt. Mehr Infos auf latelounge.de. So ist das, im Stahlburg Theater zu sehen. Wohl war, und zwar übermorgen und überübermorgen, also Freitag und Samstag um 20 Uhr abends im Stahlburg Theater im Frankfurter Nordend. Übermorgen und überübermorgen. Übermorgen und überübermorgen. Übermorgen und überübermorgen. Und morgen gibt es natürlich wieder Late Lounge um 23 Uhr. Wir werden Straßenbahn fahren durch Darmstadt, Michi Hahn. Wir sind schon mal Straßenbahn gefahren. Morgen mal durch Darmstadt, freue ich mich ganz besonders drauf. Außerdem natürlich Nightwash und Zimmerfrei mit Christoph Maria Herbst zu Gast bei uns im Programm. Morgen ab 23 Uhr. Danke, Michi Hahn vom Stahlburg Theater. Dankeschön. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Jetzt noch schwärzer und noch mehr Auswahl. Die neue Late Lounge Kollektion. Von L wie Late Lounge Langarm Shirt bis L wie Late Lounge Kuriertasche. Natürlich alles in dezentem Nachtschwarz. Jetzt telefonisch bestellen 06154 62 440 oder online latelounge.de. Mm-hmm.